Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute ein Zahlenrätsel mit Brüchen im Sinne einer einfachen Textgleichung. Zudem gleich die Ankündigung, dass mit dem heutigen Video ein neues Format startet. Ich gebe euch wie immer eine Lösung für eine Aufgabenstellung zu einem bestimmten Bereich. Neu ist heute, dass ich euch eine Aufgabe zum Üben dazugebe, die kommt ganz am Schluss. Die Lösung erfolgt dann immer am nächsten Tag. Denn das hat den Vorteil, dass ihr einerseits hier eine Vorgabe habt, wie man das löst, eine Aufgabenstellung löst, und dann könnt ihr das selbst probieren und die Lösung könnt ihr dann am nächsten Tag abrufen. Beginnen wir nun mit dieser Aufgabenstellung. Subtrahiert man von einem Viertel einer Zahl ein Fünftel einer Zahl, so erhält man 14. Wir sehen hinsichtlich der Aufgabenstellung Viertel und Fünftel, dass wir es hier mit Brüchen zu tun haben. Die Lösung ist die gleiche wie bei einer bruchfreien Aufgabenstellung. Wir bestimmen die gesuchte Zahl als x, um diese in Form einer Textgleichung mit Brüchen in diesem Fall berechnen zu können. Wie immer beginnen wir mit dem wichtigsten Schritt, indem wir eine Gleichung aufstellen. Und ich arbeite hier auch immer mit Farben. Das ist übersichtlicher. Hier zählt praktisch jedes Wort und jede Farbe hat eine Bedeutung. X ist die gesuchte Zahl, die wir hier berechnen. Beginnen wir nun mit der gelben Farbe, mit der Formulierung Viertel einer Zahl. Viertel einer Zahl bedeutet x Viertel oder x geteilt durch 4, hier gelb markiert. Ist beim Rechenansatz, also bei der Gleichung, auch die erste Angabe. Dann kommt hier in der hellblauen Farbe die Information subtrahiert. Das ist die Beziehung zwischen der gelben und grünen Angabe. Subtrahieren heißt Minus. Und was wird subtrahiert? Ein Fünftel einer Zahl. Fünftel einer Zahl ist x Bruchstrich Fünftel. Auch diese Angabe setzen wir in den Rechenansatz. Jetzt kommt der einfachere Teil, der rechte Teil der Gleichung. Hier steht die Information, so erhält man 14. Damit hätten wir alle Angaben vom Text transformiert in eine Rechenaufgabe, in eine Gleichung. X Viertel minus x Fünftel ist gleich 14. Subtrahiert man vom Viertel einer Zahl subtrahieren minus das Fünftel einer Zahl, so erhält man 14. Und das ist eben der wesentliche Punkt, dass man den Text in eine Gleichung transformiert. Kommen wir nun zur Berechnung der Variablen x, die hier ein bisschen aufwendiger ist, weil wir haben es ja mit Brüchen zu tun. X ist die gesuchte Zahl, hier noch einmal die Gleichung ohne Farben, x Viertel minus x Fünftel ist gleich 14. In einer ersten Anleitung oder in einem ersten Schritt machen wir die Gleichung bruchfrei, dann ist es einfacher zu berechnen. Hier muss ich aber auf einen wichtigen Sachverhalt hinweisen, der oft als Fehlerquelle dient. Hier habe ich einen Bruch x Viertel, hier habe ich wieder einen Bruch x Fünftel und hier habe ich eine ganze Zahl. Und das wird eben oft übersehen. Deshalb ist es sinnvoll, alle drei Angaben als Bruch anzuschreiben. X Viertel minus x Fünftel ist gleich 14 Eintel. Um den Bruch oder beziehungsweise die Textgleichung bruchfrei zu machen, brauchen wir den gemeinsamen Nenner. Das kleinste gemeinsame Vielfache, das bilden wir immer mit dem Nenner. Wir haben zwei Nenner, wir haben Viertel, Fünftel und Eintel. Eintel können wir vernachlässigen. Und hier ist das Produkt der beiden Nenner das kleinste KGV. 4 mal 5, das ist 20. Das heißt, im nächsten Schritt erweitern wir die Bruchgleichung auf den gemeinsamen Nenner. Und das machen wir Schritt für Schritt. Beginnen wir mit dem ersten Bruch. Der erste Bruch, wir brauchen immer 20, das ist das Ziel. Und um 20 zu
erreichen, muss ich 4 mit 5 multiplizieren. Und wenn ich das unten im Nenner mache, weil 4 mal 5 ist ja 20, dann muss ich das im Zähler auch machen. Erweitern heißt immer Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizieren. Beim nächsten Bruch, was muss ich hier machen, dass ich auf 20 komme? 5 mal 4. Und wenn ich das im Nenner mache, dann muss ich das im Zähler auch. Deshalb multiplizieren wir diesen Bruch mit 4. Jetzt kommen wir zu der vorher angekündigten Fehlerquelle, die oft gemacht wird. Wenn ich hier nicht Eintel habe, lässt man oft das 14 stehen, aber gerade diesen Bruch müssen wir auch auf 20 erweitern. Das heißt, der Nenner mal 20 und in diesem Fall auch der Zähler. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Gleichung richtig zu lösen. Wir haben richtig erweitert. Im nächsten Schritt können wir das ausmultiplizieren. Den Nenner habe ich jetzt überall schon hingeschrieben, weil es gibt ja überall 20. X mal 5 kann man als 5x schreiben, das heißt ja 5 mal x. Dann haben wir beim nächsten Bruch x mal 4 ist 4x, abgekürzt geschrieben. Und hier haben wir noch eine kleine Berechnung durchzuführen. 14 mal 20 oder 20 mal 14 einfacher zu rechnen, ergibt 280 als Zahl. Jetzt haben wir überall den gleichen Nenner. Und das ist bei einer Gleichung sehr vorteilhaft, weil dann können wir diesen Nenner beseitigen, indem wir die ganze Gleichung mit dem gemeinsamen Nenner multiplizieren, weil wir haben ja überall geteilt durch 20. Und wenn ich jetzt die ganze Gleichung mit 20 multipliziere, dann verschwindet der Nenner. Und dann habe ich aus einer relativ komplizierten Angabe, Bruchangabe, eine einfache Textgleichung, die ich als Gleichung dann berechnen kann. Das heißt, aus dem ersten Bruch wird 5x, weil geteilt durch 20 mal 20, 5x bleibt übrig. Zweiter Bruch, 4x 20 mal 20, 20 wird eliminiert, 4x bleibt übrig. Und natürlich auch im letzten Schritt auf der rechten Seite, geteilt durch 20 und mal 20, hebt sich auf, es bleibt 280 übrig. Und damit sind wir schon fast am Ziel und wir werden sehen, dass wir hier nicht einmal Äquivalenzumformungen brauchen, weil bevor wir eine Äquivalenzumformung durchführen, vereinfachen wir, das machen wir auch, 5x minus 4x ergibt x und die rechte Seite ist 280 und damit haben wir die Lösung gefunden, x ist 280. Wir wollten ja wissen, was für eine Zahl x ist. Das war die Lösung, die Berechnung von x. Kommen wir zum dritten Schritt, die Probe. Hier immer der Hinweis, wenn ich eine Textgleichung habe, sollten wir die Probe nicht überschätzen. Die Probe gibt uns nur den Hinweis, dass wir den zweiten Schritt, also die Berechnung, richtig durchgeführt haben. Habe ich einen falschen Ansatz gewählt, dann ist natürlich auch nützt mir die Probe nichts, wenn die Berechnung richtig ist. Wie machen wir die Probe bei einer Bruchgleichung? Auch gleicher Vorgang wie bei einer normalen Gleichung. Wir setzen jeweils für x das Ergebnis ein. Und als Ergebnis hatten wir ja 280. In diesem Fall x Viertel ist 280 geteilt durch 4. X Fünftel, wieder setzen wir x durch 280. 280 geteilt durch 5. Und die rechte Seite bleibt hier gleich. Und hier auch wichtiger noch, hier suchen wir nicht den gemeinsamen Nenner, das machen wir nur bei der Berechnung, sondern bei der Probe wird, wo es geht, gleich ausgerechnet. Würde es wenig Sinn machen, hier noch einmal einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das heißt, wir berechnen direkt 280 geteilt durch 4, das gibt 70. Und 280 geteilt durch 5, das gibt 56. Die rechte Seite ist ja mit 14 vorgegeben. Letzte Berechnung, 70 minus 56 ergibt 14. Und auf der rechten Seite habe ich ebenfalls 14 und das ist eine wahre Aussage. Das war die Berechnung der vorgegebenen Aufgabenstellung. Und jetzt das neue Format. Ich gebe euch bis morgen eine neue Aufgabenstellung, die ihr ausprobieren könnt und morgen stelle ich dann die Lösung ein. Und die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen: Addiert man zum Sechstel einer Zahl ein Drittel dieser Zahl, so erhält man 36.
30. Ich würde euch auch empfehlen, wieder die gleiche Vorgangsweise zu wählen. Ich habe hier deshalb auch hier das Ganze farbig markiert. X ist die gesuchte Zahl, Sechstelinerzahl, Drittelinerzahl, so erhält man 36. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und viel Spaß bei der Lösung der eigenen Aufgabe, die ich dann morgen hinsichtlich einer Lösung hier einstellen werde.